Hallöchen Leute und willkommen zu einer neuen Folge von Prison Architect. Ich bin gerade gar nicht so sicher, ob ich das noch in der letzten Folge gemacht habe oder offscreen. Ich glaube, das habe ich offscreen gemacht. Und zwar habe ich nochmal einen zusätzlichen Zaun in Auftrag gegeben. Hier einmal komplett drumherum. Ach genau, doch, tatsächlich, das war offscreen. Denn am Ende hatte ich ja hier so ein paar Hundestaffeln eingesetzt. Und in dem Moment, als ich die Aufnahme quasi beendet habe, ist auf einmal hier einer ausgebrochen und ist weggerannt. Beziehungsweise drei Leute ausgebrochen. Bisschen blöd, aber das ging dann alles so schnell. Aufnahmetaste draufhauen, das hat dann auch nichts mehr gebracht, leider. Drei Leute ausgebrochen, drei Leute von den Hunden erlegt und fertig. Deswegen schade, aber dumm gelaufen. Und deswegen habe ich hier jetzt halt nochmal einen Zaun drumherum gezogen. So, und heute kümmern wir uns jetzt nochmal um die Küche. Da wurde mir nämlich nochmal ein Tipp gegeben, wie ich das mache. Und zwar ziehe ich jetzt mal komplett das Ding hier weg. Der Türbereich darf anscheinend nicht, also dieser Bereich hier, nicht als Küche gekennzeichnet sein. Und deswegen müsste das jetzt eigentlich mit der Stationierung von Arbeitsplätzen funktionieren. Und das funktioniert tatsächlich. Also nochmal eine Milliarde Mal Dank. Also ich muss euch eigentlich noch viel mehr danken. Endlich funktioniert der ganze Scheiß. So, wir machen hier einfach mal vier Gefangene als Job rein. Dann passt das hoffentlich. Und hier ist es langsam ganz schön schmutzig. Das ist ein bisschen blöd. Ich hatte hier übrigens eine Komplettdurchsuchung angeheuert. Nee, nicht angeheuert. Angesetzt. Weil halt hier wieder ein Ausbruch war und so, habe ich ja gerade gesagt. Wollte ich mal gucken, wer dafür verantwortlich ist. Ey, hier sieht es ja aus wie in einem Saustall. Alter Falter. Ich glaube, haben wir hier noch Platz irgendwo? Ist da was? Ich mache hier nochmal einen zusätzlichen Raum, weil der Putzraum ist meiner Meinung nach doch ein wenig klein geraten. Ich glaube, das ist sinnvoll, doch mal einen größeren noch zu bauen. Den mache ich einfach hier direkt daneben. Ne, Moment, warte mal kurz. So. Da oben kommt ja wahrscheinlich eh noch Zeug hin. Was für ein Zeug, keine Ahnung. Oder kommen noch ein bisschen. Hey. Nein, Moment. Uah. So. Gleich mal größer machen. So. Was für Zeug, das müssen wir dann noch überlegen, aber irgendwas fällt uns da schon ein. Haben wir eigentlich hier noch Bauarbeiter? Ein paar. Sieben Stück. Ja, passt. So, was brauchen wir denn eigentlich noch alles? Wir bräuchten langsam mal, beziehungsweise, nee, Moment. Doch, langsam mal bräuchten wir auch so eine Sachen wie Hinrichtung und sowas. Wir können ja hier ein neues Programm auffahren. Warte mal, Zellenblock C. Müssten wir eigentlich schon direkt. Nee. Müssen wir nicht. Fuck, jetzt habe ich es angesetzt und jetzt kriege ich es nicht mehr weg. Naja, ich dachte eigentlich, das geht tatsächlich nach Zellblöcken, aber ist es nicht, macht nischt. So, was brauchen wir hierfür? Wann ist denn das hier fertig? Noch 100 Stunden. Alter Falter, das dauert aber noch lange. Essen ist hier alles gut. Der arbeitet da auch fleißig. Müssen wir mal gucken. Warte mal, wie viele arbeiten da jetzt? Das ist nur der eine, gell? Ja. Blöd. Die anderen wollen anscheinend nicht. Wollen alle in die Wäscherei. Sehr schön.
Hier sieht man so grüne Linien, so ganz, ganz zart, aber naja. Arbeitet da schon irgendjemand? Wahrscheinlich nicht. Ah, natürlich nicht. Wie auch? Da kann ja gar keiner hin. Da ist ja gar keine Tür drin. Dann müssen wir da wohl kurz abreißen. Warte mal, ich setze da jetzt einfach direkt mal einen Arbeiter davor. Der soll sich mal darum kümmern. Jupp, funktioniert. Die anderen müssten dann eigentlich auch mal ankommen. Ja, da kommen schon welche mit Materialien. So, kurz nochmal auf den Raum. Also, Hinrichtungsraum. Baumschule fehlt uns. Ja, das war's eigentlich. Man könnte doch. Hier so eine Baumschule hinpflanzen, oder? Finde ich eigentlich eine ganz gute Idee. Was braucht man dazu alles? Eine Baumschule, auf der automatisch Bäume angepflanzt und wieder abgeholzt werden, sobald sie voll ausgewachsen sind. Das hört sich doch nicht schlecht an. Aber wahrscheinlich brauche ich da einen Gärtner zu, schätze ich mal. Einen Gärtner haben wir. Können wir da auch Leute anweisen, dass sie da arbeiten sollen? Nee, das geht nicht. Warum hat denn da hier plötzlich keiner mehr Bock zu arbeiten? Ach so, Mittagessen. Wo ist unser Gärtner überhaupt? Wo ist denn der? Scheiß drauf. Ah, hier sieht man so kleine Pflänzchen. Gut, dann haben wir jetzt halt zwei Gärtner. Wahrscheinlich ist das komplett für den Arsch. Braucht kein Mensch so viel, aber passt. Ach, hier oben haben wir ja noch einen Raum, fällt mir gerade auf. Und der ist auch größer als der hier. Das ist ja mein alter Wäscheraum. Ist da was? Dann machen wir den einfach da rein. Ha, hab ganz vergessen, dass der noch da ist. Wo ist er? Putzraum da. Rein theoretisch müsste da jemand gleich was reinbringen. Arbeitsplätze technisch. Ach nee, der braucht ja auch eine Tür. Das habe ich jetzt mittlerweile gerafft, dass solches Zeug immer Türen braucht. Hat ja auch lang genug gedauert, möchte ich mal behaupten. Da war ich nicht so schnell mit dem Merken. Ja gut, dann haben wir halt zwei von diesen Räumchen. Ist ja auch in Ordnung. So. Ich habe mir überlegt, vielleicht hier noch irgendwie sowas wie einen Aufenthaltsraum oder sowas zu basteln. Einfach, dass die sich ein bisschen mehr auspumpen können oder vielleicht auch hier hinten mal einen größeren Hof vielleicht, weil, ja, ist ein bisschen voll. Ist ein bisschen sehr voll. Und ich glaube, das mache ich jetzt auch mal. Was brauchen wir denn da? Machen wir hier mal. Reißen wir hier mal die Wand ein. Das mache ich jetzt einfach immer mal mit neuem Personal. Ist ja eigentlich egal, ob ich die dann jetzt dann wieder rausschmeiße oder nicht. Hoffe ich zumindest nicht, dass das am Ende teuer ist. Aber wir machen aber hier mal eine schwere Gefängnistür hin. Ich will nicht, dass mir da einer am Ende noch ausbüxt. Den Sicherheitsfall setzen wir dafür ein. Ich finde, der macht sich für sowas eigentlich ganz gut. Jetzt brauchen wir nur noch jemanden, der da arbeitet. Naja. So können wir jetzt da oben Leute arbeiten lassen. Yes. Weil hier sieht es gerade überall so ein bisschen dreckig aus. Wie sieht denn das eigentlich mit unserem Bildungsprogramm aus? Was ist denn da dran? Nö, das ist dann wahrscheinlich nochmal Sicherheitsunterweisung. Nee, das ist für die Werkstatt. Küche. Wow, auch nicht. Nö, das können die eigentlich einfach so machen.
Die sind wahrscheinlich nur insgesamt ein bisschen angepisst. Warte mal, wo ist denn das? Kurz mal durchgucken. Oh, Schmuggel. Angebot. Alter Falter, sind hier viele Waffen im Angebot. Das ist nicht so gut. Das hier ist immer noch der Tote, der da in der Pampa rumliegt. Das macht aber nichts. Kurz gucken. So, und hier wird immer noch nicht gescheit gearbeitet. Doch, jetzt wird gearbeitet. Das hier gefällt mir allerdings überhaupt nicht. Da fehlt eine Wand. Ich hatte eigentlich gedacht, die wird da mitgezogen, aber da habe ich mich wohl getäuscht. Naja. Eventuell müssen wir uns dann tatsächlich demnächst sogar schon mal ein Stück neues Land dazu kaufen. Weil das hier kriegen wir bestimmt relativ schnell voll. Also wenn ich dann demnächst mal meine... Oh, die Investitionen sind fertig, oder? Ah ne, genau, wenn die Investitionen dann mal fertig sind, wenn wir das vielleicht irgendwann mal fertig haben, dann haben wir ja einen Arsch voll Kohle. Und dann können wir das eventuell nochmal richtig ausweiten hier. Da können wir vielleicht sogar den Gang endlich mal benutzen, der eigentlich komplett für den Arsch ist, aber das wäre doch was. Was ist denn hier los? Achso, das ist der Hund. Voll die Megaleine. Ist der Zaun eigentlich komplett fertig? Ne, ist noch nicht fertig. Ach, da sind auch meine ganzen Arbeiter. Ja, ist aber in Ordnung. Die sollen das jetzt mal fertig machen. Hier sind sie auch durch soweit, wenn das fertig ist. Und dann gibt es hier mal einen schönen neuen großen Hof. Wo ist denn der Hof? Hof, hier. So, meine Damen, dann habt ihr hier mal richtig Auslauf. Ich hoffe, dass die Bäume das nicht zum Problem machen. Das wäre natürlich nicht so gut. So, fertig, fertig, fertig. Wobei ich kann wahrscheinlich einfach schon loslassen. Jo. Dann machen wir den hier weg. Trotzdem lassen wir mal die Kamera vorsichtshalber da drin. Aber Kameras brauchen wir jetzt hier. Machen wir mal hier oben eine hin. Hier direkt neben die Tür. Hier hinten machen wir mal eine hin. Hier machen wir eine hin. Und da machen wir auch noch eine hin. Und dass keiner irgendwie auf die doofe Idee kommt, über den Zaun drüber zu klettern, machen wir hier auch noch eine hin. Allerdings, Moment, die Stationierung passt dann natürlich auch nicht mehr. Das hier lösen wir auf. Und wir machen mal ein paar Leute dahin. Die lasse ich dann auch mal hier rum patrouillieren. Da sitzen aber schon noch zwei, oder? Licht bräuchte ich da vielleicht noch. Warte mal, das war auch hier, gell? Ja. Das heißt aber, ich muss da auch Strom hinlegen. Nein, das ist nicht eine Reihe. So. Dann machen wir auch noch eins hin. So, dann ist der Hof auch halbwegs gut ausgeleuchtet. Ich mache hier einfach mal so eine Leitung rein. Ich denke mal, das verbindet sich dann. Und noch mehr Personal einstellen. Die sollen sich da mal drum kümmern. Ich hoffe, das machen die auch. Da kommt allerdings wieder keiner hin, fällt mir gerade auf. Zu der Kamera. Die kann keiner bauen. Gerade. Gut, dann mache ich mal kurz hier die Wand nochmal weg. Mach die Wand mal weg.
Das geht mir irgendwie alles ein bisschen langsam. Wann sind die endlich mit dem Zaun fertig? Oh, das dauert ja noch ewig. Wobei, ach nee, Moment mal, das ist das letzte Stück. Sind sie fertig? Nee, eins fehlt noch, oder? Man sieht so schlecht. Vielleicht sollte ich da auch noch mal ein bisschen Licht hinbauen. Hier draußen einfach. Gibt es irgendwelche Überwachungslampen oder sowas? So große Scheinwerfer. Wisst ihr, was ich meine? Sehe ich jetzt aber nichts von. Statuslicht. Leuchtet je. Ach nee, das baue ich nicht. Nee, macht keinen Sinn. Das Einzige, was ich hier noch errichten könnte, wäre rundrum ein Netz aus Kameras, die halt nach innen gerichtet sind. Das wäre vielleicht noch sinnvoll, oder. Nee, das muss ich mir mal überlegen. Aber nicht jetzt, denn die Folge ist vorbei. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und ich hoffe, ich bessere mich langsam ein wenig. Ich denke schon. Ich denke, langsam geht's so halb. Genau, und dann sehen wir uns morgen wieder. Bis dann. Tschüssi.